Royal, das Spieltagsmagazin der Bad Homburg Sentinels, wird Ihnen präsentiert von Ibutop, eine Qualitätsmarke von Axicorp aus Friedrichsdorf. Royal, die erste von 5 Ausgaben im Monat August. Eine große Herausforderung für das Mediateam, aber natürlich vor allem für das Team der Bad Homburg Sentinels. Zu Gast im Sportzentrum Nordwest waren die Mainz Golden Eagles, gegen die man im Hinspiel mit 28:14 gewinnen konnte. Die Wächter waren zunächst im Angriff. Beim dritten Versuch der schnelle Pass auf David Kessler, doch der schafft es nicht bis zur First-Down-Markierung und so trennte man sich per Punt vom Ball. Die Gäste machten es in ihrem ersten Drive besser. Beim dritten Versuch findet Quarterback Holger Eichinger Jonell Tolbert über die Mitte und der erzielt weit mehr als ein First Down. Auch im nächsten Spielzug wird die Mitte der Verteidigung attackiert. Diesmal ist Frederik Kohlberger der Passempfänger und auch der erzielt einen reichlichen Raumgewinn. Eichinger hat schnell seinen Rhythmus gefunden und zum Abschluss des Drive ist es Jermaine Stützel mit dem Catch in der Endzone zur frühen Gästeführung. Die Sentinels waren um eine Antwort ihrerseits bemüht. Kurzer Pass auf Timo Jensen und der erzielt ein neues First Down für die Kurstädter. Danach nimmt Quarterback Jasper Small die Beine selbst in die Hand, kann ein Tackle brechen und lässt einen weiteren Verteidiger aussteigen. Auch das reicht für neue 4 Versuche. Eigentlich bewegte man den Ball gut. Wieder der kurze Pass auf Jensen für rund 7 Yards. Doch beim dritten Versuch ist der Druck auf Miskovic zu groß und er wird zu Fall gebracht. Also auch im zweiten Versuch keine Punkte für die Sentinels. Die Eagles konnten dagegen immer wieder mit Big Plays glänzen. Zu Beginn des zweiten Quarters findet Eichinger mit einem wunderbaren Ball Melvin Thomas und der mit einem sehr guten Catch. Doch die Defense der Wächter kämpft sich zurück in die Partie. Rückkehrer André Boyd mit dem Quarterback Sack. Trotzdem konnte der Angriff kein Kapital daraus schlagen. Dann ist Cedric Blankenburg der Passempfänger und fängt den Ball. Zunächst, doch da kommt Darius Dorsey und kann mit einem wunderbaren Tackle den Ball freischlagen, damit ein Incomplete Pass. Dann erneuter Angriff um Miskovic auf dem Platz. Der findet Maximilian Schwarz über die Mitte für ein neues First Down. Im nächsten Spielzug Miskovic unter Druck, doch er entkommt und macht noch ein paar Yards gut. Das Laufspiel war bisher fast nicht existent. Dann aber mal Udasko mit einem schönen Lauf bis an die 5-Yard-Line der Eagles. Von der 2-Yard-Line soll es dann Fullback Leon Reitz richten. Doch der Ball geht bei der Übergabe verloren und die Eagles erobern das Leder. Der Worst Case für die Sentinels. So war Mainz wieder in Ballbesitz. Eichinger sucht Sebastian Kaiser, doch der wird gleich von 2 Leuten abgeräumt und kann den Ball nicht fangen. Beim dritten Versuch sucht Eichinger seine Lieblingsanspielstation, Jermaine Stützel, und der macht rund 25 Yards gut mit seinem schönen Catch. Und weil das so gut klappt, gleich nochmal. Stützel nutzt seine Größenvorteile und fängt den nächsten Pass. Kurz darauf aber der Fehler in einem sonst sehr beeindruckenden Drive. Eichinger sucht Tolbert, doch Safety Daniel Hirschel spielt das sehr gut und kann den Ball abfangen. Und sogar noch für rund 40 Yards in die andere Richtung returnen. Dies alles passierte kurz vor Ende des zweiten Quarters. So ging es mit einem Spielstand von 0:7 aus Sicht der Hausherren in die Kabine. An dieser Stelle bedanken wir uns bei dem Manhattan Chapter, die uns zum wiederholten Mal einen Besuch im Sportzentrum Nordwest abgestattet haben. Zu Beginn des dritten Quarters waren zunächst die Mainzer in Ballbesitz. Weiterhin bekam man das Passspiel der Gäste nicht in den Griff. Erneuter Wurf über die Mitte und diesmal kann Blankenberg den Ball festhalten und bringt seine Offense bis an die Mittellinie. Der nächste Pass müsste eigentlich durch Rudi Wagentin abgefangen werden. Doch der flutscht durch seine Hände und in die Arme von Stützel. Bezeichnend für das Spiel der Sentinels. Und auch in der zweiten Halbzeit war die Kombination Eichinger auf Stützel nicht aufzuhalten. Diesmal für rund 20 Yards. Obendrauf kam noch eine Strafe. An der Goal-Line war es dann mal das Laufspiel, das für Jubel auf der Gästeseite sorgte. Jermaine Frieser vollendete den Drive aus 2 Yards. Der Extrapunkt missglückte und so stand es nun 13:0. Zum Teil bewegte man den Ball relativ gut im Angriff, wie hier beim kurzen Pass auf Stefan Hickel. Doch es waren zu viele Fehler, die man sich erlaubte.
Wie hier der missglückte Pass von Miskovic, der bei Safety Erik Heinrichs landete und damit wechselte der Ballbesitz erneut. Die Defense hielt die Mannschaft aber weiter im Spiel und Dorsey sorgte mit seiner Interception für den nächsten Turnover. Sein schöner Return wird durch eine fragwürdige Flagge gegen Bad Homburg um fast 40 Yards zurückgeworfen. Trotzdem die erneute Chance für die Wächter, den Abstand zu verkürzen. Mit dem letzten Spielzug im dritten Quarter kann Miskovic mit einem langen Pass Stefan Hickel finden, der sich auch von 5 Verteidigern nicht zu Boden bringen lässt. Direkt nach dem letzten Seitenwechsel dann endlich die ersten Punkte und erneut ist es Hickel, der den entscheidenden Catch macht und sich im 1 gegen 1 durchsetzt. Mit erfolgreichem Extrapunkt waren es dann wieder nur 6 Punkte Abstand. Aber Mainz war heute fast in allen Belangen einfach besser. Die Defense der Sentinels hatte weiterhin keine Lösung für die Pässe auf die Nummer 11 der Eagles, Jermaine Stützel, der dieses Mal auch noch einen schönen Run-After-Catch zeigt und damit rund 35 Yards gut macht. Am Ende war es ein Field-Goal-Versuch der Gäste und der war gut, bei noch rund 5 Minuten auf der Uhr. Bad Homburg musste danach aufs Ganze gehen. Doch Strafen warfen den Angriff immer wieder zurück. Beim 4. Versuch und 13 ist Hickel zwar frei, doch der Ball kommt nicht zu ihm. Dadurch Turnover und Downs und die Vorentscheidung in der Partie. Mainz bekam noch einmal den Ball und nutzte dies, um den Deckel drauf zu machen. Und wer sonst an diesem Tag außer Stützel, dem man an dieser Stelle nur zu einem großartigen Spiel gratulieren kann, die Kurstädter übernahmen noch einmal das Angriffsrecht. Zunächst der relativ offensichtliche Rückwärtspass auf Maximilian Schwarz und der mit dem langen Pass auf Stefan Hickel. Am Ende entschieden die Offiziellen auf einen illegalen Vorwärtspass und die Punkte zählten nicht. So verlieren die Sentinels nicht nur das Spiel, sondern auch den direkten Vergleich gegen Mainz. Kurz darauf war Schluss und die Mainzer feierten einen verdienten Auswärtserfolg. Für Bad Homburg geht es am Sonntag zu den starken Trier Stampers, wo man gewinnen muss, um eine theoretische Chance auf den Aufstieg aufrechtzuerhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder die Social Media Kanäle.